Вийшов Іваня по косе косе, бриніла, бриніла коса, коло по коса ранень. Вийшов до нього батенька його, бриніла, бриніла коса, коло по коса ранень. Сину Іваньо, час додому йти, бриніла, бриніла коса, коло по коса ранень. По коса дійду, додому піду, бриніла, бриніла коса, коло по коса ранень. Вийшла до нього матенька його, бриніла, бриніла коса, коло по коса ранень. Versteckt, vernachlässigt und verachtet. Das war das Schicksal vieler Menschen mit Behinderung im Osten Europas zur Zeit des Kommunismus. Seit der Wende hat sich vieles zum Positiven geändert, aber der Aufbau fehlender Strukturen erfordert Zeit und Geld und vor allem müssen Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit anders als bisher wahrgenommen werden. Die Projektpartner von Renovabis setzen sich ein, um Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen zu fördern und zu begleiten. Renovabis unterstützt sie dabei. Drei Beispiele aus dem Westen der Ukraine stellt dieser Film vor. In unserem ersten Beispiel geht es um das Emmaus-Zentrum in Lviv im Westen der Ukraine. Das Zentrum wurde im Jahr 2000 gegründet und will behinderte Menschen in der Tradition der internationalen Glaube- und Lichtbewegung helfen. Es ist bei der ukrainischen katholischen Universität angesiedelt, sodass sich auch Studierende ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen einsetzen. Im Mittelpunkt stehen Hilfs- und Beratungsangebote für die betroffenen Familien. Zudem gibt es ein Tageszentrum und eine Werkstatt. Die Arbeit des Emmaus-Zentrums wird von Renovabis finanziell unterstützt. Wir haben drei Ziele. Das erste ist, die Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu erregen. Zweitens stehen wir den Eltern von Personen mit besonderen Bedürfnissen und deren Verwandten bei. Und drittens fördern wir private Initiativen, die sich mit den spirituellen und praktischen Bedürfnissen der behinderten Menschen im Alltag befassen. Wir gehen wöchentlich in Schulen, um auf die Talente und die Begabungen von behinderten Menschen aufmerksam zu machen. Denn wir sind der Überzeugung, dass sie eine spezielle Berufung in unserer Welt haben. Wir wollen, dass die jüngere Generation dies versteht und darüber nachdenkt. Dazu zeigen wir während einer Unterrichtsstunde einen kurzen, aber emotionalen Film, der die Situation behinderter Menschen vorstellt. That is very emotional and that speaks about people with special needs and we witness. Wir sprechen dann über unsere Freundschaften und deren Bedeutung für uns. Menschen mit Behinderung nehmen an diesen Vorträgen teil und gestalten sie mit. Sie berichten über das Emmaus-Zentrum, was sie bei den Treffen machen und was sie daran mögen. Uns ist vor allem wichtig, dass die Schüler die behinderten Menschen treffen können und kennenlernen. In nächster Zukunft möchten wir mehr den Osten der Ukraine besuchen, der stärker unter sowjetischem Einfluss stand. Geplant sind Besuche verschiedener Schulen und Universitäten, aber auch Ausbildungsstätten für Krankenpfleger und sozialpädagogische Fakultäten. Wir bauen etwas zusammen auf und sind wie eine Familie. Wir fühlen uns wie eine Familie. Renovabis unterstützt seit vielen Jahren das Malteser-Zentrum in Ivano-Frankivsk.
Sie haben es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Rollstuhlfahrer in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Neben dem Zusammentreffen im Zentrum, gemeinsamen Aktivitäten und Reisen stehen vor allem Hausbesuche im Umkreis von 120 Kilometern an. Große Hilfe bieten dabei die rund 200 Malteser-Freiwilligen, die zum Gespräch vorbeikommen, organisatorische Dinge erledigen, im Haushalt helfen oder selbst beim Umbau zu einer behindertengerechten Wohnung mit anpacken. Der am weitesten entfernte Hausbesuch für die Malteser liegt in den ukrainischen Karpaten. Dort besuchen sie den 32-jährigen Volodya, der zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater 20 Kilometer weit entfernt von der nächsten Zivilisation wohnt. Volodya hat vor ein paar Jahren einen Radiobericht über eine Tänzerin gehört, die im Rollstuhl sitzt. Er schrieb sie an und wurde zu den wöchentlichen Tanzworkshops der Malteser eingeladen. So kam der Kontakt zu ihnen zustande. Volodya fühlt sich oft einsam durch die Isolation in den Bergen. Und leider ist der Weg oft unbefahrbar, sodass ihn oft für mehrere Wochen keiner besuchen kommen kann. Er ruft mich dreimal die Woche. Einfach Hallo zu sagen und zu fragen, wie geht's mir, ob mir gut geht. Ich kann schon zwonim, so schon час від часу до мене дзвониш. Так, звичайно. Ну, і мені друзі. Друзі мої, це моя мальтійська. Я дуже дякую вам. Скажи мені, то, що ти тако в горах високо живеш, тобі подобається чи тебе краще в місті жити? Ну, самі гори мені подобається тут жити, але просто не подобається то, що не можу добратися і часто не можу приїхати в Франківськ чи з друзями погуляти, ну, загалом. Volodya hat keine Schule besucht. Es gab keine Möglichkeit für ihn, dorthin zu kommen. So haben ihn seine Mutter und seine älteren Schwestern zu Hause unterrichtet. Der Malteser Hilfsdienst mit seinen Freiwilligen ist oft der einzige Besuch für ihn. Und was interessant ist, ist gerechnet, dass Volodya die größte Rente bekommt. Das heißt 130 Euro. Von die eine Hälfte lässt er bei ihm für Handy zu ausfüllen, für so was Kleinigkeiten und Rest. Zweite Hälfte gibt er an Mama, um Haushalt zu unterstützen, für Pflegen und so weiter. Also Einzige, was am meisten Geld zieht, ist Krankheit, ist Medizin. Medikamente. Ja. Auch wenn der einfach zum Arzt fahren muss, braucht Familie Taxi zu rufen und es kostet 150 Hryvnia, also 14 Euro, ein Weg. Von hier bis zum, also das heißt 30 Hryvnia ist schon ein Viertel von einer Rente, zum Arzt zu fahren. Ein weiteres Projekt, das Renovabis fördert, ist die Autismusambulanz Offenes Herz in Lviv. Katharina Ostrowska, die Leiterin der Autismusambulanz, hat selbst einen Behindertensohn und weiß gut über die Situation von behinderten Menschen in der Ukraine Bescheid. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat man sich sofort sehr für behinderte Menschen und ihre Rechte eingesetzt. Denn es waren sehr viele und das Problem konnte nicht ignoriert werden. Jedoch existieren Vorurteile, dass solche Kinder eine Folge von Drogen- oder Alkoholkonsum sind, weiterhin. Dies beeinflusst den Umgang mit behinderten Menschen erheblich und ist sowohl für die Kinder als auch für ihre Eltern sehr schwierig. Im Vergleich zu damals hat sich die Situation dennoch deutlich verbessert. Das größte Problem für behinderte Menschen in der Ukraine ist die Organisation ihres Alltags, so sagt sie.
Es sei schwierig, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht behindertengerecht sind. Auch die persönliche Selbstverwirklichung, sozial und beruflich gesehen, hat kaum eine Chance. Denn die vorherrschende Meinung ist leider immer noch, dass behinderte Menschen in geschlossene Einrichtungen gehören und sich der Staat oder Vereine darum kümmern sollen. Ein weiteres Problem ist das Leben dieser Menschen, wenn ihre Eltern eines Tages tot sind. Ich persönlich mache mir schon Gedanken, was mit meinem Sohn Svatoslav werden soll, wenn die Mutti nicht mehr da ist. Frau Ostrowska hat vor 11 Jahren mit Hilfe des Kolpingwerks Ukraine die Autismusambulanz Offenes Herz gegründet. Renovabis unterstützt dieses Projekt finanziell. Außerdem berät die Autismusambulanz Leipzig das Personal in Lviv. Ziel des Projekts ist es, ein Modell der Hilfe für Menschen mit Autismus und deren Angehörigen zu entwickeln. Wichtig nicht zuletzt deshalb, weil Autismus in der Ukraine erst seit gut 10 Jahren diagnostiziert wird und nur bei Kindern. Für Erwachsene gibt es keine offizielle Autismusdiagnose. Förderung und Begleitung, Sozialtraining und verschiedene Therapieformen gehören zum Angebot der Autismusambulanz. Jeder ist ein Original, keiner eine Kopie. Mit jedem hat Gott Besonderes vor. Das zu wissen, kann unseren Tagen mehr Leben geben. Ob wir jung sind oder betagt, erfolgreich oder ein Pechvogel, behindert oder scheinbar unbehindert. Komm, ich möchte, dass du lebst. Ich freue mich auf dich. Es soll die Welt nicht ohne dich geben. Thank you.